Wenn ein Neubaugebiet, ein Wohngebiet entsteht, da sind natürlich einige Erdarbeiten umzusetzen. Ihr seht hier mal ein paar Ausschnitte vom Safranberg in Ulm. So sieht das aus, wenn die Bauarbeiten am Anfang stehen und dann Stück für Stück entsprechend die Felder, die Baufelder umgesetzt werden. Wir sind an der Vorbereitung. Udener Dehnungsausgleicher, da sind einige, die wir da vorgerichtet haben. Habe schon mal erwähnt, 2,4 mm Schweißdraht und 3 mm Schweißdraht, beides wende ich an. 2,4 mm Wicknadel, Argon-Literzahl etwas höher gestellt, um die 20 Liter. Eine Windböe kommt doch ab und zu mal vorbei. Und der Sonnenschirm, ganz wichtig. Wir haben gute Verhältnisse im Großen und Ganzen, aber ohne Sonnenschutz ist das natürlich dann doch etwas belastend. Freihandstil, Pendeltechnik, je nachdem wie ich rankomme. Die Vorfertigung mit den Dehnungsausgleichern können wir ganz gut gestalten. Wir haben dann eine entsprechende Fläche, die werdet ihr nachher nochmal im Überblick sehen. KMR-Rohrleitung, Fernwärme, Lexus-System, ganz wichtig, die Drähte sollten zueinander stehen. Gold, Gold, Silber, Silber. Sollte man darauf achten, die Muffen vorher drauf. Und hier seht ihr mal Rudi, wie er schon die einzelnen Stangen für die Fernwärmetrassenabschnitte vorbereitet. Schweißnahtvorbereitung, ja, auch er braucht Sonnenschutz. Ganz klar, ohne dem ist es natürlich auch mega belastend. Auch wenn er lange geschliffen werden muss im Sinne der Schweißnahtvorbereitung. Ihr seht, er kontrolliert alles, kann man sich darauf verlassen, alles in Ordnung. Auch diese Schweißnähte sind im Nachhinein geprüft worden. Schön zu beobachten, wie er die einzelnen Rohrphasen herstellt. Innenschleifen, Außenschleifen, Kontrolle, alles blitzeblank. Metallisch rein heißt das Zauberwort. Und so wird es gemacht. Herzlichen Dank an dieser Stelle für euer Interesse an diesem Video. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Videos teilen. Hier ist übrigens der kleine Abschnitt, unsere kleine Vorfertigungsfläche für die Udener. Alles in Ordnung soweit. Herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video hier auf dem Rohrschweißer YouTube-Kanal. Weiterhin viel Spaß und weitere Informationen unter dem Video.